Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Hallo und herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas aus der Skyline am Start. Mein Name ist der Exil. Hallo. Ja, wir sind total erfreut. Ich glaube, ich werde mir eine Brille ausziehen dafür. Das habe ich auch schon erledigt. Weil wir spielen nämlich Let's Play, wie ihr schon sehen könnt, Let's Play an. Wir machen jetzt uns gegenseitig nass. Ich muss mal ein bisschen näher randrücken. Oh Gott. Du wolltest gleich küssen, oder? Ja. Nimmst du da dein raus, du? Wir haben nämlich schon Wasser jetzt vorbereitet und wir werden jetzt Flachwitze hören. Ich hoffe, es wird kein Reinfall, dass wir schön uns gegenseitig nass machen. Unterstützt werden wir von der lieben Kalimut. Hallo! Die Kalimut wird jetzt die Flachwitze machen. Wir machen Best of 5, also wer als erstes 5 Stück hat. Und nochmal Best of 5. Ja, wir haben ja 13 Stück und am besten, wer die meisten davon gewonnen hat. Okay, dann machen wir 13 Stück, wer die meisten davon gewonnen hat. Kalimut muss 10, hast du einen Stift, wo du auch so. Also ja, abhaken kann. Ich habe die Nummer drauf geschrieben. Okay. Jetzt auch sagen kannst, wer welche Punkte hat und sowas. Okay, ich würde sagen. Los geht's. Prost. Los geht's, das kann ja was werden. Bei den kräftigen Schluck nehmen. Nicht runterschlucken. Oh Gott. Nicht die Hand davor halten. Gut. Nummer 1. Was sagt ein Reh, wenn es ein anderes trifft? Hallo Reh. Okay. Bei solchen Witzen dauert es immer einen Moment. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Nicht die Hand vorhalten. Nicht die Hand vorhalten. Oh Gott. Nummer 3. Was sagt ein Hollywood-Schauspieler, wenn er morgen frei hat? Morgan Freeman. Oh Gott. Ihr müsst nach vorne gucken, ne? Das wisst ihr. Ihr dürft nicht zur Seite lachen. Okay. Noch einen Schluck nehmen. Okay. Nach vorne gucken, sonst ist das disqualifiziert. Okay. Nein, Kapuze weg. So. Hand weg, meine Güte, Leute. Viertens. Da kann ein bisschen dauern. In der Regel haben Wikinger ihre Wikinger rote Bärte. In der Regel haben Wikinger rote Bärte. Ich sag doch, das dauert. Ich hätte jetzt einfach runtergeschluckt. Nimm noch einen Schluck. Oh, ist das widerlich. Auf jeden Fall mal. Ich würde mal ein Handtuch hier zuholen, das wäre vielleicht mal ganz praktisch. Nimm noch einen Schluck. Okay. Ja. Ich verliere, scheiße. Wie viele waren das gerade? Das war der vierte Witz jetzt. Du hast 2 Punkte. Ich bin schnell. Schön. Oh meine Güte. Ich fühle mich wie so eine Wein in der Gaming-Party. Okay, jetzt erzähl es noch einen Schluck. Es tut mir leid. Okay, los geht's. Oh Gott. Ich muss ihn noch wieder beleben.
Welches Tier wird von den Frauen am meisten gefürchtet? Der Vergewaltiger. Der Vergewaltiger. Okay, habt ihr verstanden? Warum ist Viagra gut bei Sonnenbrand? Es hebt die Decke von den Oberschenkeln. Okay, wir machen best of five. Boah, Alter. Okay, noch ein Schluck. Oh. Los geht's. Also lass ihn sich kurz fangen. Ey, ich muss mir die ganze Tag so eine Scheiße anhören, von daher bin ich das schon gewohnt. Er ist ja unfair. Let's go. Siebtens. Wie heißt ein Boomerang, der nicht zurückkommt? Stock. Den hast du anscheinend noch nicht gehört. Achtens. Was stört beim Essen? Eine Lawine. Nach vorne gucken. Nach vorne gucken. Neuntens. Warum kann ein Bagger nicht schwimmen? Er hat nur einen Arm. Zehntens. Was hängt an der Wand, macht Tick-Tack und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt? Da war die Antwort im Witz drin. Wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt. Okay. Elftens. Was bekommt man, wenn man eine Spinne Viagra verfüttert? Ein Wurfstern. herzlichen Glückwunsch. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Sabba als Wasser an meinem T-Shirt. Geil. Scheiße. Okay, komm, noch zwei. Oh. Nee, einen noch. Wenn ich jetzt nur einen gewinne, dann. Also noch einen Sieg, ja, oder zwei. Ja, außer du lachst bei dem einen jetzt nicht oder keiner von euch. Ich hab verloren, das gibt's nicht. Okay, den müsst ihr euch komplett anhören, der dauert ein bisschen länger. Geht ein Deutscher um die Ecke, was fehlt? Der Witz. Geht ein Pole um die Ecke, was fehlt? Die Ecke. Und die Nummer 13. Was ist Mut, wenn man mit Durchfall pupst? Ja, das war ja eindeutig, ne? Scheiße! Alter! Also ich würde mich jetzt übertrieben über ein Handtuch freuen. So! Das waren die. Hauptsache er ist trocken. Top 5. Ja! Von 3. Ich hab gewonnen, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Skyline ist der Gewinner und Exeas hat verloren. Warum? Ah, nee, warte. Okay, cool. Oh, andersrum, andersrum. An welcher Punkt hast du? Gut. 3, glaube ich, ne? 4. 3 zu 0. Ich mag mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr sowas gerne nochmal seht, dann lasst mir einen Kommentar und eine Bewertung da. Und wir werden gucken, dass wir es nochmal machen. Nein. Aber mit etwas, wo er auch mal verliert. So scheiße ich jeden Tag nur, da kennt man ja klar damit. Oh, das war schön.